Hallo, hier ist wieder Chris Moylan. In diesem Video stelle ich den Medienserver von Emma Lighting vor, die Emma VPU. Damit hat Emma Lighting eine Serie von leistungsstarken Lösungen für die Steuerung, den Live-Zugriff und die Modifizierung von Videos, Bildern und 3D-Objekten entwickelt. Die VPU ist vollständig in die Emma-Familie integriert. Für den Operator erscheint die VPU als Videoausgabegerät, vergleichbar mit einer NPU, die DMX ausgibt. Kontrolle und Programmierung der VPU erfolgt von der gewohnten Grandmate 2 Oberfläche aus. Das bedeutet, kennt man die Grandmate 2 Umgebung, kann man mit der VPU arbeiten. Das Bedienkonzept folgt der Programmierung von Moving Lights. Gerät anwählen, Content wählen, Dimmer auf 100% ergibt das Video. Durch die Integration in die MA-Familie ist die Einrichtung und Konfiguration schnell und einfach. Für die volle Funktionalität inklusive Thumbnail-Austausch sind keine ARTnet- oder CITP-Einstellungen nötig. Für die VPU werden beste Hardware-Komponenten gewählt und in bekannte MA-Qualität zu einem System verbaut. Bei der MA VPU Plus und der Basic sind alle Komponenten in einem Schwingrahmen entkoppelt montiert. Es gibt keine starren Verbindungen zum äußeren Chassis. Dadurch ist das System sehr robust und tourtauglich. Die Hardware der Emma VPU Plus und Basic ist in einem 5HI Case untergebracht. Auf dem Frontpanel der VPU Plus ist ein Display für Konfiguration und Preview. Die Basic hat kein Display. An beiden Systemen sind vorne zweimal USB 2.0 Anschlüsse, zum Beispiel für Keyboard und Maus. Am Backpanel befinden sich drei Dual-Link DVI-Ausgänge, alle mit schaltbaren EDID-Managern versehen. Für Audio gibt es zwei symmetrische XLR-Ausgänge mit Groundlift-Schalter. Für Netzwerk 2 Gigabit Ethercon, eins für MANET und eins für Pixel Mapping. Für den Datentransfer gibt es zweimal USB 3.0, ein eSATA und ein USB 2.0. Als Videoeingang ist optional zweimal HDSDI-Input mit sehr geringer Latenz, also 2 Frames. Die kleine VPU unterscheidet sich von den großen durch die geringere Bauhöhe von 2HE. Das Frontpanel hat ein 2 Zoll Display für Statusinformationen und 2 USB 2.0 Ports. Das Backpanel hat für Video 2 DVI-Ausgänge, beide Dual-Link und ein VGA-Ausgang. Auch hier haben alle Outputs schaltbare EDID-Manager. Für Audio 2 XLR mit Groundlift-Schalter und ein SPDIF für digitale Übertragung. Die Netzwerkanschlüsse sind die gleichen wie bei den größeren Versionen. 2 Gigabit Ethercon für MANET und Pixel Mapping. Als Datenverbindung können 2 USB 3.0 und ein eSATA genutzt werden. Noch ein wichtiger Hinweis. Auf allen Emma VPUs arbeitet die gleiche Software. Das heißt, die Systeme unterscheiden sich nur in der Performance, nicht in der Funktionalität. Die Emma VPU zeigt Bilder, Videos und kann 3D-Objekte verarbeiten. Außerdem bietet die Software einen integrierten Textticker. Um Leistung in Playback zu optimieren, verwendet die VPU nur den MPEG-2-Codec für Bewegtbilder. Die genauen Spezifikationen findet man in der Online-Hilfe unter Content Specifications. Die VPU unterstützt verschiedene Bildformate und kann Einzelbilder bis zu 8K-Auflösung zeigen. Als Audioformate werden WAV und MP3 unterstützt. Jede Emma VPU wird mit 17 GB Content ausgeliefert. Weitere Content kann online gekauft werden. Einige kostenlose Testfiles sind auf der Emma-Website verfügbar. Schauen wir uns noch an, wie man On-PC und VPU miteinander verbindet. Mit VPU überprüft man, ob die IP-Adresse korrekt ist. Das gleiche überprüft man nochmal in der On-PC-Software. Jetzt kann man die VPU-Demo-Show mit allen Makeln laden. Wenn es geladen ist, navigiert man zu Setup, Emma Network Control und startet eine Session. Danach navigiert man zu Setup, MA Network Configuration,
dann VPU. Hier fügt man eine VPU hinzu. Die IP wird jetzt automatisch erkannt. Die VPU muss dann in die Session eingeladen werden. Danach klickt man auf Edit und überprüft, ob die Ausgänge und die Auflösung richtig sind. Die VPU und das GrandMA2 System ermöglichen ein schnelles Setup ohne aufwendige Einstellung. Wie die VPU-Software funktioniert, zeige ich in den nächsten Videos. Mehr Infos und alle Software-Downloads gibt es auf malighting.com.